Außenverteidiger wurde in Bremen noch gesucht und ein Außenverteidiger wurde mit Robert Bauer gefunden. Und er darf sich auch als frischer Silbermedaillengewinner in Rio fühlen, auch wenn er eigentlich nur beim Kantersieg gegen Fidschi zum Einsatz kam. Aber wer ist dieser Bauer überhaupt? 21 Jahre jung, startete er letzte Saison bei den Ingolstädtern richtig durch. Und das wohlgemerkt bei einem Team, das wirklich defensiv eine sehr, sehr gute, sehr solide Grundordnung hatte. Wie es dann so häufig ist, ging der Stern von Bauer erst dann richtig auf, als sich Markus Suttner, der etatmäßige Linksverteidiger, der Ingolstädter einen Mittelfußbruch zuzog. Das war am 13. Spieltag in der 16. Minute gegen Darmstadt. Bauer sprang ein, das Spiel wurde 3-1 gewonnen und er steuerte selbst einen Treffer bei. Klassischer Fall von Chance genutzt, würde ich sagen. Und auch im Anschluss spielte er sich als Außenverteidiger fest, allerdings auf der linken Seite. In Bremen wurde er ja vorrangig als Konkurrent für Deodor Gebrselassie auf der rechten Seite verpflichtet. Aber flexible Außenverteidiger, die auch noch bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben, die können wir ja in Bremen ganz gut gebrauchen. Side Fact, am 22. Spieltag, als wir 2-0 in Ingolstadt verloren haben, gab es auch einen Assist von Bauer. Blickt man jetzt noch ein Stück zurück, gar nicht mal so weit, dann spielte Bauer für die U20 des DFB auch häufig im defensiven Mittelfeld. Das passt auch besonders gut zu den Stärken, die ihm seine bisherigen Trainer alle attestieren. Demnach sei Robert ein richtig starker Balleroberer mit sehr, sehr guter defensiven Zweikampfführung. Und defensiv und gut, das kann Werder erst recht gut gebrauchen. Außerdem antizipiert er gut und ist auch gut im Kurzpassspiel. In Bremen ist das Angebot im Mittelfeld aber derzeit wirklich nicht gerade klein, weshalb er wohl wirklich vorrangig für die Außenverteidigerposition eingekauft wurde und da sowohl Gebrselassie als auch Santi Garcia ordentlich Dampf machen kann und auch soll. Seine beschriebenen Stärken, finde ich, konnte man auch in der letzten Saison sehr gut auf dem Platz beobachten. Da hat einem das schon sehr, sehr gut gefallen, was da in Ingolstadt so performt hat. Ausbaufähig bleibt allerdings, da muss man wirklich ganz ehrlich sein, so der Offensivdrang, aber mit 21 Jahren, hey Leute, da ist der noch sehr, sehr jung und formbar und vielleicht findet sich ja dann irgendwann auf der Stärkenseite auch sowas wie Flankenläufe und gute Flanken wieder. Das wäre dann natürlich Deluxe. Wir können aber festhalten, dass sich Werder bei einer Ablösesumme, die sich mit Boni auf 3 Millionen Euro erhöhen kann, einen sehr, sehr interessanten und sehr, sehr entwicklungsfähigen Fang gemacht hat. Und ich finde, so ein vielseitiger Spieler ist nicht einfach nur ein Versprechen an die Zukunft. Da er gerade auch so ein bisschen für unsere Problemposition eingekauft wurde, finde ich, kann er auch schon in der Gegenwart, vielleicht ja auch schon sehr, sehr bald, für Furore in Bremen sorgen. Leute, Robert Bauer ist da. Was haltet ihr von dem Transfer? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Jungen, muss ich zugeben. Und auch auf die Saisoneröffnung in der Bundesliga, die immer näher rückt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bulli-Start, haut rein, ciao.